Einen wunderschönen guten Abend. Na, schnack, na, was schnacki, die gubert schnamma, na, wa knamminom. Klar. Fladadat, spam, schnappedupp. Und damit willkommen so, zurück. Noch was sagen? Nö. Na, wie geht's dir heute? Hm? Gut. Schade. Machen wir jetzt das mit so, schau mal hier, das wäre auch eine Idee, mit weiß zu machen. Ja, also. Ist auch ein netter Kontrast. Ja. Schön. Zu dem Holz. Schöner Kontrast. Schöner Kontrast. So, ich baue jetzt hier weiter schon mal. Ich will jetzt erstmal die Endgröße dieses Hauses haben. Und die Endgröße. Die Endgröße. Da. So. Und da. Also, das nenne ich ja mal nicht Endgröße. Dann bauen wir das hier wieder drum. Zack, zack. Zack, 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 zack. Ich glaube, das wird ein großes Haus. Ja. Aber Pech. Wir haben ja auch viel Tourismus hier. Erb, gerade wir, siehst ja, die ganzen Dorfbewohner. Ich würde eh wirklich irgendwann hier wieder Dorfbewohner pflanzen wollen. Bin ich ehrlich. Ja. Ein Bäcker und so. Das hier einfach ein bisschen Begängnis ist. Ja, das können wir auch mal eine kleine Zivilisation hier einbinden. Wir können natürlich auch Zuschauer einladen, dass die hier einfach rumrennen. Genau, die ganze Aufnahme dann immer schön rumlaufen und einfach da sind. Also wer hier mal eine Komparsenrolle haben will, der meldet sich einfach, würde ich sagen. Fände ich eigentlich gar nicht mal so okay, so schlimm. Ihr könnt euch auch im Beruf ausruhen, den ihr macht. Der eine macht halt einen Bäcker, der andere macht einen Schmied. Ja. Ich glaube, die Höhe reicht schon. Wenn du das mal von weitem ein bisschen anguckst, dann fände ich die Höhe in Ordnung. Ja, höher wird es dann doch unrealistisch. Ja, das sieht dann doof aus. Und jetzt noch ein Dach drauf? Naja, ein flaches. Ja, komm, ein Flachdach drauf. Also, ja. Mache ich genauso wie hier drüben, wie bei das Rathaus. Und dann wird einfach oben zugezimmert. Ja. Das reicht. Ich meine, so viel. Wir machen hier einfach kleine Nächtigungszimmer rein mit einem Gemeinschaftsdüschchen und so, weil das war, glaube ich, früher echt so. Ja. Und dann, das war's. Also. Und dann musst du deine Kanalisation wieder anbinden. Genau. Die Kanalisation. Coole Idee. So. Dann machen wir gleich das Dach fertig. Das hatten wir auch noch nie dann, das Dach zuerst. Das stimmt. Aber? Na, wir haben ja schon mal das Grundgerüst stehen. Aber irgendwann ist ja immer mal das erste Mal. Aber meistens. Mal. Meistens machen wir das Sache erst, wenn alles fertig ist. Eigentlich schon. Außer heute, weil ich genau weiß, wie das Dach aussehen soll. Ist einfach klein gezimmert. Da können nämlich gleich Lampen rein und da ist dann die nächste Nacht gerettet. Also ein kleines Hotel. So zu sagen. Ja. Zack, zack. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Jetzt sehe ich ja, dass das alles weiß ist da unten. Der Kontrast ist ziemlich stark. Hopp. Was? Was? Nee, was bist du da im Überlegen? Der Kontrast ist ziemlich stark, habe ich gesagt. Vielleicht wäre anstatt einem Weiß hier ein Grau besser. Wisst ihr? Das ist nicht Hellgrau? Ganz... Ja, so ein Grau, ja. So viel Weiß finde ich extrem jetzt. So wie ein Putz halt. Genau, kannst du das andere Fenster mit dem anderen Grau mal machen? Da können wir das dann... Gibt da noch ein zweites Stimmt, Grau, ne? Ein Dunkelgrau? Ich glaube, ja. Ich glaube. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Also in Aswolde gibt es nur hellgrau. Okay. Na, warte mal. Gibt es denn hier noch nur grau? Wenn es light gray gibt, gibt es so gray. Nein. Gray. Oder mit A? Gray. Light gray. Grey Wool. Warum habe ich das da hier nicht? Das wäre die hier.
Nee. Was hast du hier hingesetzt? Türkis gefärbter Ton. Hier ist das. Aha. Ja, ist ein bisschen zu dunkel. Nee, da ist eher das wahrscheinlich besser hier. Das Grau, was man... Das Grau hier. Ja, aber das Weiß fand ich jetzt zu krass irgendwie. Jo, nee, da ändere ich das um. Ja. So, jetzt kann man sich ja hier überlegen, dass man hier noch das hier macht. Das probiere ich mal, wie das ausschaut. Und da hätten wir nämlich doch unseren dreistöckigen. Sähe aber vielleicht nie so wuchtig aus. Schauen wir mal. Zack. Geh weg. So. 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 Mal noch eine Frage, die sich mir gestellt hat. Es waren jetzt so doch ganz schön viele Folgen mit der Brauerei gewesen. Wollt ihr, dass wir solche Großprojekte immer so am Stück machen, wie jetzt diese Brauerei? Oder sollen wir zwischendrin doch mal wieder was anderes machen? Das könnt ihr jetzt mal entscheiden. Wäre cool, wenn ihr da mal drauf antwortet. Weil das wird jetzt hier kein riesiges Projekt. Das geht jetzt vielleicht noch 2-3 Folgen mit Innenausbau oder so. Vermute ich. Und dann sind wir hier aber auch schon durch. Und dann machen wir schon wieder was anderes. Oder ihr könnt sowieso mal was fragen. Vielleicht. Ne. Ihr könnt sowieso reinschreiben, was wir mal machen sollen. Vielleicht sollen wir auch mal wieder eine kleine Landschaftstour machen oder sowas in der Art. Jo. Einfach mal hinschreiben. Einfach mal hinschreiben. Genau. Schreibt doch mal und was, René. Wenn ihr nicht schreiben könnt, dann Dann schickt uns eine Textnachricht. Wenn sie nicht schreiben können. Dann sollen sie uns eine Textnachricht sprechen. Ja, stimmt. Dann irgendwie eine Sprachnotiz hochladen. Oder malt uns ein Bild. Genau. Das ist es. Ein Bildchen. So, jetzt wird es wieder dunkel. Fällt mir gerade so auf. Ja, ich habe mir doch schon eine Baulampe gesetzt. Eine Baulampe. Jetzt habe ich gerade hier wieder mit meinem Touchpad ein bisschen Action gemacht. Dein Touch. So sähe das jetzt alles. Da gucken wir mal für den Waden. Ja, das fällt dann nie ganz so auf. Ja. Coole Sache. Dann hätten wir ja jetzt das hier. So, damit ist das Haus schon fertig. Danke fürs Zuschauen. Nee, da hätten wir das Haus erstmal grob hingestellt. Dass das Haus natürlich genau an dem Baum hier kreuzt, das ist riskant. Aber er steht ja noch. Der Baum. Das müsst ihr uns lassen. So. Was, der Große? Der Große, ja. Wir sind schon ran an dem Baum. Ach so? Ja. Das Schweinchen will wahrscheinlich hier leben. Dann ist das halt so. Unser erster Bewohner. Oh. Milchkuh. Was, eine Milchkuh? Eine Milchkuh. So, dann kümmern wir uns mal um das Fenstermanagement. Ich habe jetzt die einfach irgendwo gesetzt. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Toll. Na, das hat ja wieder super funktioniert. Dann so. So. Ja, das geht natürlich auch. Probieren wir es so, das, ja. Da passen zwei ja hin. Genauso wie unten. An den Seiten haben wir das natürlich wieder super hinbekommen. Nur außen nie. So, also ziehen wir mal das hier oben rein. Ist ja die teuerste, das teuerste Zimmer. Ja, natürlich. Das ist die Suite. Oh. So, ich bin jetzt mal ganz kurz, bleib ich jetzt mal hier stehen, weil ich notiere mir das jetzt mal aus der letzten Folge. Ja, jetzt notiert ihr das endlich mal. Also das wird sonst wieder nichts. In der Zeit kann ich euch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar werde ich im Sommer Urlaub machen. Geil, oder? Danke fürs Zuhören. Nee, ich werde im Sommer Urlaub machen und da werde ich mal Südschweden-Rundtour machen. Mal sehen, wie das so ist. War jemand schon mal von euch in Schweden zufällig? Ich weiß es nicht. Wenn ja, könnt ihr mal was empfehlen. Wir haben erstmal eine grobe Route, die sich aber wiederum tausendmal ändern kann.
aber bisher ist die halt so geplant. Wir werden so anfangen in Trelleborg, fahren Rostock über die mit der Fähre nach Trelleborg, fahren dann nach Växjö, Linköping, Stockholm und in Stockholm dann fahren wir dann Richtung zurück über Majestad oder wie es heißt und dann Göteborg rüber. Also so eine kleine Rundreise halt. Also wenn du das jetzt hier alles gar nicht sagt, ja, sorry, aber ich wollte es halt mal erwähnt haben. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon mal Erfahrung. Hallo. Außerdem. Wie hießen denn die Hütten? Finnhütten? Meinst du die? Finnhütten, okay. Genau. Passend dazu spiele ich aktuell. Was hatten wir denn noch? Was denn hast du noch aufgeschrieben? Finnhütten. Wow! Du hast ja richtig viel aufgeschrieben. Eine Holzfällerhütte. Ach, Hexenhäusel. Das Hexenhäusel müssen wir wieder richtig setzen, ja. Irgendwann, irgendwo. Ja, cool, jetzt habe ich Teil, Dinge. Cool. Schön. Na, werden wir ja sehen. Lass den Zettel einfach liegen. Wir hatten doch letztes Mal mehr genannt, oder? Ich weiß es nimmer. Was haben wir noch genannt? So gut Gedächtnis. Außerhalb. Schwein, hau ab! Doch, ich hab's Weinberghaus. Ah, stimmt. Das haben wir, glaube ich, erwähnt. Letztes Mal. Na, güm. Zack. Und hier bauen wir natürlich alles aus dem Holz. Ich finde es schön robust. Es wird dann eh wieder abgerissen, das Holz hier, wenn ich eine Treppe reinzimmern muss. Jetzt seht ihr natürlich wieder gar nichts. Nee, weil du das Licht weggemacht hast. Ja, weil es da stand halt oder hang. Ich habe ganz oben habe ich schon Licht reingebaut. Sehr schön. Ob das dort bleibt, wissen wir bloß noch nie, oder? Wissen ja nie, wie es aussieht dann. Das wissen wir ja nie vorher. Ich habe jetzt erstmal eine Baulampe gesetzt. Ja. Vielleicht sollte ich mir mal eine Mod installieren, wo ich so einen Bauhelm auf habe oder so. Das gibt's, glaube ich, dass es dann generell ein bisschen beleuchteter ist. Achso, im Bau. Ich dachte jetzt bloß im Bauhelm. Nee, mit Licht. Mit Licht. So, eine Treppe wäre jetzt noch interessant. Also im Minenhelm eigentlich dann. Ja, irgendwie sowas. Eine Treppe wäre jetzt interessant. Die sollte ja relativ mittig hochgehen. Oder wieder eine Wendeltreppe. Nee, dann, ich würde ins erste Geschoss würde ich schon eine normale Treppe nehmen. Aha. Aber dann ins höhere Geschoss, wenn du dann eine normale Treppe nimmst, das viel zu viel Platz weg, hä? Aha. Na, dann machen wir das so, die Treppe hier. Jetzt brauche ich noch eine Holzsorte, ein dunkles Holz. Ich würde das sehr dunkel alles halten. Aber das passt ja super. Naja, schauen wir mal. So. Und hier unten. Na, da unten hab ich gesorgt. Da unten. So. Jetzt ist die Frage. Bauen wir sie weiter oder ne? Dann geht das ja. Ja, zeige natürlich. Baut hier 50 Lichter hin. Wenn ich nämlich mal eins kaputt mache, dann sind die anderen noch an. Das ist schlau. Das ist schlau. So. Zack. Oh ja. Nordöl. So. Man muss halt umgedreht. So, die Treppe würde jetzt ganz schön rausragen. Deswegen bauen wir das anders. Und zwar genau dort, wo das Schwein steht. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Ach so. Wer? Nee, das Ding hier. Wer? Kleine Panik geschoben. Kann es sein, dass ich wieder umwand schuld bin, wovon ich noch nicht weiß. Na, sowieso, hä? Das verstehe ich ja jetzt nicht. Ach, das Schwein kommt nach oben. Ist das schön? Schön. Also das Schwein, dem Schwein gefällt die Treppe, würde ich sagen. Toll, das geht auch wieder durchs Fenster rausgesprungen. Ach so, na, da war es ja doch nie so schön. So. So. Ich weiß ne.
Jetzt haben wir es ja genauso wieder, würde ich sagen. Ja, sieht ja genauso aus wie vorher. Schön. Obwohl, man kann schon was draus machen, wenn man das so hier lässt. Hier muss man sich jetzt nur was einfallen lassen. Ja. Oder man setzt hier eine Slab hin. Ein Slab mit Ä. Weil theoretisch würde das so gehen. Fast zumindest. So. Theoretisch. Genau, und dann kannst du hier links oder rechts gehen. Ah. ja. Ja, und ich dachte mir, jetzt baue ja. schön den Gang ich, lang. Ich weiß, das will ich ja auch. Das Ding ist nur, wie bauen wir die Treppe dann unten? Dann muss ich die so umsetzen, dass es so das hier rauskommt. Hier hinten so. Ja, irgendwie so. Ist das symmetrisch? Was? Ja, immer dieses Treppengebau. Aber da kümmere ich mich einfach in der nächsten Folge drum. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier drauf. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.